Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück hier bei Monster Hunter Generations. Ihr seht, wir sind hier am Start mit Cloud und Spider-Man, unseren kleinen Kätzchen, in der ersten wohlbekannten Map von Monster Hunter Generations. Wie ihr auch bereits gesehen habt, haben wir hier den Aerial-Style ausgepackt, Freunde, mit dem Langschwert, mit dem Katana, was wir hier haben. Werden wir uns heute einem ganz besonderen Monster widmen. Und dieses seht ihr gleich. Denn in dieser Mission habe ich zuerst mal ein bisschen ausprobiert, ne, wie das Ganze funktioniert. Denn ich bin immer noch neu in Monster Hunter Generations. Habe hier das erste Mal das Langschwert an den Mann gebracht. Den Typen mit der Son Goku-Frisur. Und jetzt gehen wir auf jeden Fall mal das Monster suchen. So, da haben wir es auch schon, den Groß-Makau, der Boss dieser kleinen Makau-Viecher, der anspruchsvoller war, als ich dachte. Um ehrlich zu sein, dachte ich, dass das erste Monster um einiges einfacher sein wird, aber tatsächlich hat es sich als, ja, ich würde mal sagen, ziemlich große Challenge rausgestellt, so, für den Anfang des Spiels auf jeden Fall. So, natürlich fange ich hier an, auszuprobieren, welche Kombos mit dem Aerial-Style funktionieren, denn wie gesagt, es ist das erste Mal, was ich mit dem Langschwert und dem Aerial-Style spiele. Und in der Regel ist es ja so, dass wenn man den Elan-Balken gefüllt hat, einfach so eine Art Kombo mit der rechten Schultertaste machen kann. Aber wie mir in diesem Kampf aufgefallen ist, funktioniert das im Aerial-Style nicht ganz oder nicht ganz gleich, denn um diese Kombo zu aktivieren, muss man einen, ich würde mal sagen, Aerial Move ausgeführt haben, was ich später im Kampf noch merken werde. So. Ja, der Groß-Makau ist wohl die neueste Erfindung von Monster Hunter für, ich würde mal sagen, die Wyvern. Ne? Wir kennen die Yagis, wir kennen die Gendroms oder Gendroms, wir kennen die Velociprey, wir kennen da so ganz, ganz verschiedene Sachen. Aber der neue ist der Makau, der uns auch gleich schon anfangs des Kampfes ziemlich krass zusetzt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da war ich schon low health und war echt überrascht, dass der mich schon so hart runtergeknüppelt hat mit ein paar Schlägen nur. Aber ich habe natürlich meinen Helm nicht an, einfach aus Styler-Gründen. Ne? Es gibt keinen Grund, diesen abzuziehen, weil einerseits geht mir halt der Verteidigungspunkt flöten und der göttliche Schutz ist natürlich auch nicht mehr am Start. Aber die Son Goku-Haare, Freunde, die sind wichtig und deswegen haben wir den Helm einfach mal zu Hause gelassen. So, an diesem Moment habe ich noch nicht gepeilt, dass ich die Combo bzw. den Schlag nicht direkt nach dem Aerial-Hit machen muss oder kann, sondern dass ich ihn auch verzögern kann. Das bedeutet, ich habe am Anfang immer den Fehler gemacht, direkt auf das Monster zu hüpfen, ne, und dann in der Luft zu schlagen, da wo ich ihn nicht treffe, anstatt einfach eine Sekunde zu warten und dann beim Runterkommen den Hit zu machen. Ne, genau das meinte ich damit. So. Auf jeden Fall, ja, der Kampf läuft so lala. Man merkt, dass ich extrem eingerostet bin und mit dem Aerial-Style überhaupt noch nicht zurechtkomme. Aber das wird sich im Laufe des Kampfs auf jeden Fall noch verändern. Beziehungsweise im Laufe des Let's Plays, Freunde. Und da kommt der erste Hit, der so richtig schön getroffen hat. Und ja, damit mounten wir dieses Ding. Mounten funktioniert genau gleich wie in der letzten Monster Hunter Edition. Wir stechen auf das Ding ein und wenn wir erfolgreich sind, fällt es zu Boden. Jetzt habe ich meine Superattacke parat, dessen Name mir gerade entfallen ist. Aber die macht auf jeden Fall ziemlich krassen Damage, Freunde. Macht ihr am besten dann, wenn das Monster stillsteht, entweder in einer Falle oder wenn ihr es gerade per Mount zu Fall gebracht habt. Dann funktioniert das nämlich ganz schön. Und hier funktioniert es schon um einiges besser, ne, mit dem Aerial-Style. Und da habe ich auch rausgefunden, wie man die Combo einsetzt, um den Elan-Balken zu füllen, beziehungsweise zu leeren und halt sich die Boosts zu holen. So, da ist mir wieder aufgefallen, wie viel Damage ich eigentlich von dem Viech gefressen habe. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht sehr toll. Denn dieses Viech macht für das, dass es nur so ein Makau ist, echt viel Damage. Und es hat eine sehr interessante Art anzugreifen. Ich finde Makau oder den Groß-Makau
mit Abstand das beste Monster. Nur da sieht man wieder den Damage mit der Sprungattacke. Ich finde den Großmakao mit Abstand das beste Monster. Oder den besten Anfangswivern. Denn es gab ja da ne, die Velocipre, Genpre, oder Velocidrom, wie auch immer man die nennen will. Halt die Bosse, ne, Gendrom, bla bla bla. Und ich finde den mit Abstand am coolsten. Die Viecher, gab es teilweise Viecher, die konnten einen vergiften oder ich glaube sogar paralysieren. Oder nee, einschläfern war es, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, Leute. Sorry, falls ich mich da falsch erinnere. Also es gab ganz viele verschiedene Arten von dieser Wivern. Aber diese finde ich mit Abstand am amüsantesten. Und auch am besten aussehend. Also die anderen sehen alle sehr extrem ähnlich aus und Makao hat da tatsächlich noch so seine, würde man sagen, Einzigartigkeit mit seinen Federn und mit seinen ganzen Geschichten. Ne? Übrigens, ich habe hier an der Stelle einen Cut gemacht, da ich Makao eine Weile lang suchen musste. Und da wir diese Videos nur 10 Minuten gestalten dürfen, muss ich mich natürlich an die vorgeschriebene Zeit halten. Deswegen habe ich das Unwichtige einfach mal rausgeschnitten. Ich werde generell in den Videos das Unwichtige rausschneiden und werde nur schön die Kämpfe zeigen etc. etc. damit ihr das schön kompakt und geschmeidig habt. So, da kommen wir ins, ich würde mal sagen, Todesgebiet oder ins Schlafgebiet von Makao, in das er sich zurückzieht, wenn er geschwächt ist. Ich verkacke da meinen Supermove leider und auch den Slash, die letzte Attacke der Combo, ne, verkacke ich da leider. So, und da ist mir aufgefallen, was für ein Scheißschwert wir eigentlich haben, dass wir von einem Schwanz von Makao abprallen. Das ist absolute Grütze. Aber hier wird sich der Kampf wohl abspielen bis zum Ende. Und ja, da bin ich mal easy dem Tod entronnen. Da ihr seht, wie wenig Leben ich habe, ne? Bin ich da einfach mal easy dem Tod gedodged, Freunde. Auf jeden Fall die Kräuter am Rasseln, denn dieses Ding macht echt Damage, Leute. So, da haue ich mir den letzten Trank rein, um da irgendwie noch was zu reißen. Und den Mini-Wettstein, damit wir irgendwie nicht abprallen die ganze Zeit, damit ich noch irgendeinen Move machen kann. Oder? Habe ich den gemacht oder nicht? Okay, dann eben nicht. So, und hier kommt der Moment. Ja, was soll ich sagen? Ich will vor dem Boy kommen, damit ich meine Superattacke machen kann. Roll noch einmal und der rollt einfach zu weit. Aerial Style, Dankeschön. Ja, da war er schön in der Falle drin und vergiftet und liegt da jetzt einfach so richtig, richtig hilflos. Und naja, ich falle erstmal 2000 Meter runter. Aber Schwert geschärft und dann ab nach oben zu dem Großmakao, meine Freunde, denn der steckt immer noch in der Falle drin, beziehungsweise jetzt eben nicht mehr, hat sich befreien können und ich habe quasi die Chance verpatzt, ihn zu killen, aber ich verfehle und zack, das war's. Es fehlte nur noch ein Hit, was generell immer so ist, wenn ein Monster mit Gift geschwächt wird. Ich glaube, Gift kann nämlich das Monster nicht ganz töten, man muss immer noch einen Last Hit machen und ich glaube, da war Makao so geschwächt, dass der letzte Hit gereicht hat. Sind wir also einfach mal unnötigerweise nach unten gefallen, wegen des Aerial Styles, an dem ich mich definitiv noch gewöhnen muss. Aber was mir hier auch aufgefallen ist, ist, dass man Monster ausnehmen kann, indem man auf A drauf bleibt, was einem sehr viel Zeit spart. Das ist auf jeden Fall eine coole Verbesserung, die sie da gemacht haben. Generell gefällt mir der Aerial Style sehr, sehr gut, weil man halt an jedem und allem hochspringen kann. Und bisher fand ich den Aerial Style mit dem Greatsword am coolsten, aber auch der Langschwert Aerial Style gefällt mir. Wobei ich zum Adept-Style wechseln möchte, denn ich möchte so früh wie möglich den Adept-Style erlernen. Momentan ist mir noch nicht bewusst, wie der funktioniert. Falls ihr welche Tipps habt, dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben, aber bisher durfte ich den Adept-Style leider noch nicht so krass ausprobieren. Aber das war's für diese Mission, Freunde. Das war der Großmakao. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht und ihr feiert Monster Hunter Generations genauso wie ich. Denn bald ist der Release und dann können wir auf jeden Fall alle miteinander zocken. Entweder im Stream oder in einem Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut da rein, euer Sivirron. Bye-bye.